Ja, der Vortrag heute geht um das Thema Marvin, das ist er natürlich, Data Science und Spark und andere Technologien. Und die Frage eigentlich, haben wir ohne Mathematik und Data Science noch eine Chance gegen Maschinen? Und vielleicht, wer bin ich? Mein Name ist Stefan Reimann, ich bin bei der IBM technischer Spezialist schon seit einer ganzen Weile im Bereich Big Data. Und heute habe ich mir Unterstützung mitgebracht, nämlich meinen Freund Marvin hier. Hallo Marvin, stell dich doch mal selber vor. Hallo, mein Name ist Marvin. I'm a very good example of a digital reinvention because I'm a personizable and interactive robot powered by IBM Watson. Toll hast du das gemacht. Und jetzt? Kennst du mich? I don't seem to know you. Please, can you tell me how to spell your name? Sierra Tango Echo Papa Hotel Alpha November End. Hi, Spepson. Okay, das war jetzt im Prinzip ein Beispiel. Ich habe ja gesagt, es geht um Data Science, es geht um maschinelles Lernen. Er kannte mich jetzt nicht, weil wir uns bis jetzt nur am Telefon gesprochen haben. Und jetzt hat er sich mein Gesicht eingeprägt. Und mal schauen, wenn er mich sieht, dann sollte er mich eigentlich auch erkennen. I don't seem to know you. Please, can you tell me how to spell your name? Okay. Sierra? Tango, Echo, Papa, Hotel, Alpha, November, End. Hi, S1. Hi. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, jetzt hat er mich mal wieder erkannt. Er hat nur meinen Namen ein bisschen schlecht verstanden, weil er hat so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Mikro. Sonst würde er mich auch Stefan nennen, aber wenn ich jetzt hingehe, dann erkennt er quasi mein Gesicht, wenn er, sobald ich in seinen Sichtbereich komme. Und das war jetzt quasi live maschinelles Lernen, und zwar basierend auf Bildern. Er hat halt erkannt, ich bin nicht in der Datenbank, hat dann gesagt, okay, dann buchstabier bitte deinen Namen. Und das zeigt auch, wie wir heute mit Maschinen umgehen können, dass es halt nicht mehr darum geht, irgendwie die so zu programmieren, denen zu sagen, wenn das passiert, dann das, sondern dass man wirklich versucht, mathematische Verfahren zu nutzen, um Maschinen lernen zu lassen. Und das wäre jetzt quasi Lernen zum Kennenlernen. Und die Frage ist natürlich, warum mache ich sowas überhaupt? Also dieses ganze Thema Machine Learning, also wenn Maschinen lernen, weil es darum geht halt, das, was wir in der Welt vorfinden, wird immer komplexer. Es gibt halt wenig einfache Entscheidungsbäume. Wir haben vernetzte Prozesse. Wir haben Prozessketten, wo viele Abhängigkeiten existieren, wo viele Parameter existieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mal beschreiben sollte, wovon hängen denn die Verkaufszahlen für irgendwas im Einzelhandel ab? Ist das jetzt vom Wetter? Ist das vielleicht von einer aktuellen Arbeitslosenquote? Hängt das von der Einkommensteuer oder vom Einkommen ab? Diese komplexen Muster sind halt sehr, sehr schwer zu finden. Ob das nun in Industrieprozessen ist, ob das zum Beispiel im Vertrieb ist, und wir haben immer mehr Daten. Und das heißt aber auch, dass halt diese Komplexität es nicht mehr erlaubt, einfach nur fertig zu programmieren, sondern weil man gar nicht die Parameter unter Umständen kennt, sondern dass man sagt, okay, warum verwende ich nicht mathematische Verfahren, sodass die Maschinen diese komplexen Muster finden können? Was ist denn jetzt das bestimmende Merkmal? Und das zeigt auch, dass wir quasi diese Systeme, ob das nun ein Roboter ist oder irgendein System, was in der Industrie Entscheidungen trifft oder sozusagen eine Web-Recommendation-Engine, dass wir mit denen anders umgehen, dass wir sozusagen die lernen lassen. Und ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich kann ihm jetzt relativ komplexe Sachen wie Bewegungen beibringen, einfach nur, indem ich seine Hände bewege. Da hat er halt quasi so ein Lernprogramm nur für Bewegung. Please wait. Just a second.
I can reproduce a series of moves with my head and my arms. You can take my head like this and turn it as you want. Or take my arm and move it as you want. I will reproduce the whole move. You can quit the game by touching the three sensors on my head. Your turn. Okay. Okay, also man sieht, man kann, das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Beispiel quasi. Ich habe ihm vorgemacht, wie etwas geht. Er könnte das natürlich auch in einem komplexeren Beispiel vielleicht beobachten oder so. Aber vielleicht lernen wir Maschinen in Zukunft so, wie sie arbeiten sollen. Das, oder, und letztendlich, was immer im Hintergrund steht, es sind immer Daten. Das, was er jetzt gekriegt hat, sind die Daten von den Bewegungssensoren. Was ich aber häufig habe, sind was zum Beispiel Weblogs auf einer Webseite, wo ich sehe, wo läuft, was schaut der Kunde wann an, und daraus kann ich Muster erkennen. Oder in Industrieanlagen kann ich erkennen, zum Beispiel, wir haben ein Projekt gehabt in einer Motorengießerei. Die haben halt geschaut, wie kühlen eigentlich diese Motorblöcke ab, und haben dann versucht herauszufinden, hat dieses Abkühlverhalten einen Einfluss auf die Qualität, auf die zu erwartende Qualität und auf den Ausschuss. Und haben festgestellt, dass quasi es dann einen Einfluss gab, nämlich dass eine Produktionsstraße irgendwie in gewissen Intervallen eine höhere Ausschussquote geliefert hat. Gut, das heißt, man hat jetzt irgendeine Korrelation, also einen Zusammenhang festgestellt, konnte ihn aber nicht erklären, weil es war immer irgendwie um die Mittagszeit, war da auf einmal ein höherer Ausschuss. Letztendlich hat man dann festgestellt, okay, da war ein Oberlicht, und wenn die Sonne im gewissen Winkel stand, dann hat die den Abkühlprozess verzögert, und hat, das hat zu Qualitätseinbußen oder zu Ausschuss geführt. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe geredet über Komplexität. Wir haben erfahrene Industriemeister, die sagen, ich weiß, wie ich meine Maschinen einstelle, aber warum haben die das dann zum Beispiel nicht erkannt? Und das ist deswegen halt diese Frage, diese Lernverfahren können halt durchaus Sachen auch, die sozusagen das menschliche, den menschlichen Horizont vielleicht übersteigen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich gewisse Herausforderungen, da werde ich nachher nochmal drauf kommen, so Sachen wie Abstraktionsvermögen und sowas, da ist der Mensch natürlich schon stärker. Aber das zeigt halt auch, man kann damit Sachen erreichen, die man vielleicht mit dem als Mensch selber gar nicht mal erreichen kann. Und man kann vor allen Dingen auch eins machen, man kann damit auch Wissen formalisieren. Das wird halt immer so ein bisschen unterschätzt. Also ich habe viel Erfahrung, ich habe auch erfahrene Arbeitskräfte in Unternehmen, es geht ja auch immer um Menschen, aber dieses Wissen steckt natürlich in den Köpfen. Und durch maschinelles Lernen kann ich aus diesen Daten lernen und auch Wissen formalisieren. Und das ist halt quasi so der mathematische Aspekt hinter dieser Data Science. Was die IBM im Prinzip sagt, auch in diesem Kontext, ist natürlich das Thema Cognitive Business. Also das heißt, wir haben, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo man versucht, immer wieder Wissen aus Daten zu extrahieren und so diese Expertise auch jedem zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, dass ich auch im Unternehmen dann dieses Wissen, was aus den Daten gewonnen wird, zur Verfügung stelle, und vor allen Dingen auch kontinuierliches Lernen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Prozesse optimiere, dann mache ich das nie, dass ich das nur einmal, also dass ich irgendwie mal lerne und dann sage, so läuft das jetzt immer, sondern ich muss immer wieder beobachten, gibt es Veränderungen, weil ich beeinflusse sie ja und habe damit natürlich auch Rückwirkungen, um hier Wettbewerbsvorteile zu erreichen und sich quasi an sich ändernde Bedingungen anzupassen. Und das ist halt sozusagen dieses Thema Data Science mal etwas anschaulich gezeigt. Wenn man allerdings schaut, wo die meisten Unternehmen stehen, also das ist mal so ein Reifegradmodell, dann würde ich behaupten, dass die meisten eher so zwischen Data Warehousing und Self-Service Analytics noch stehen, weil diese mathematischen Verfahren sind natürlich durchaus auch komplexer, haben zum Teil höhere Einstiegshürden, ich brauche die Daten, es sind auch zum Teil, sind wie in diesem Fall von der Motorengießerei, die sozusagen die Ergebnisse auch gar nicht mal so leicht interpretierbar, weil jetzt weiß ich, okay, eine Produktionsstraße ist vielleicht etwas schlechter, aber das gibt mir noch keinen Ausschluss auf das Warum.
Der Punkt ist aber, und das ist halt auch diese Chance von diesen ganzen Data Science Themen aus meiner Sicht, solange ich halt beim Reporting bleibe, gehe ich natürlich immer davon aus, dass ich einen Großteil der Annahmen kenne, dass ich eigentlich sozusagen in einem Umfeld operiere, was ich relativ gut kenne, da rede ich über Kunden, über Regionen, versuche meinen Vertrieb zu optimieren, weiß aber nicht, ob es vielleicht andere Einflussfaktoren gibt. Und der Nutzen, gerade auch von diesen Analysen, von diesen kognitiven Verfahren, von Machine Learning, von Data Science, ist sozusagen das Nutzenpotenzial davon ist viel, viel größer als das, was wir heute mit klassischen, ich sage mal, reinen Reporting- und Analyseprojekten häufig haben. Und ich denke, dass das eigentlich eine riesengroße Chance ist für Unternehmen. Und was ich dabei so ein bisschen immer im Gefühl habe, ist, in Deutschland haben wir manchmal so das Problem der Perfektion. Also wir denken dann bei sowas gleich an selbstfahrende Auto. Das heißt, dass quasi die Maschine genauso gut ist wie ich, dass sie alle Entscheidungen genauso gut treffen kann, dass sie abwägen kann. Aber was man nie vergessen darf, das Ganze ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion. Also beim zum Beispiel, was wir mit dem Marvin gemacht haben auf der CeBIT, da hatten ein paar US-Kollegen ihm quasi Steinschere Papier gelernt. Ein super Spiel, weil eigentlich ist es ein super faires Spiel. Das heißt, wenn ich das unendlich spiele, kann ich höchstens durch einen psychologischen Vorteil gewinnen. Aber ansonsten, selbst wenn ich so ein Geld spielen würde, würde es immer ein Nullsummenspiel irgendwo werden. Und das ist ja häufig auch sozusagen die Situation, wie man es in der Wirtschaft in umkämpften Märkten hat, dass man vielleicht so ein bisschen putt, der eine nimmt dem anderen ein bisschen was weg. Aber wenn man jetzt zum Beispiel der Marvin erkennt, dass ich, obwohl ich das gar nicht merke, unterbewusst tendiere dazu, von mir aus 3% mehr Stein zu nehmen. Warum auch immer. Oder er erkennt, dass ich typischerweise nie dreimal das Gleiche hintereinander mache oder immer viermal das Gleiche hintereinander. Das heißt natürlich, man braucht erstmal eine gewisse Trainingsmenge, aber dann würde er auf lange Sicht gewinnen und quasi aus einem fairen Spiel, in einem fairen Spiel eine Strategie entwickeln, die es schafft, sozusagen mich auszuboten. Und dann den Alexander, du hast einfach nicht lange genug gespielt wahrscheinlich, dann halt zu gewinnen. Das heißt aber nicht, dass er jedes Mal gewinnt. Es geht halt nur darum, bin ich 2 oder 3% besser als die anderen, weil das reicht halt häufig, wenn es eng wird. Und da geht es nicht darum, Perfektion. Es geht nur, weil ich vorhersage, eine Maschine hat eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, heißt das noch lange nicht, dass sie ausfällt, zum Glück. Sondern es geht halt darum, man muss sich bewusst sein, es ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, mit der ich versuche quasi die Kurve zu meinen Gunsten zu verschieben. Und das ist quasi der Business-Aspekt davon. Und auch kleine Verbesserungen können dann einen großen Einfluss haben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal sage, okay, das selbstfahrende Auto ist noch weit weg, aber natürlich kann man trotzdem Sicherheit im Verkehr erhöhen durch Assistenzsysteme, wie ich versuche zu erkennen, ob der Fahrer jetzt gerade einschläft, Spurwechsel und so weiter. Auch da passiert viel mit Daten. Und das ist halt was ich finde, wo man vielleicht manchmal auch überlegen muss, wo kann ich denn einen Anfang machen? Und es gibt halt viele Möglichkeiten, auch außerhalb vom Auto, in der Produktion, in der Wartung etc. Und was ich aber dazu brauche, ist natürlich, wir reden hier alle über Big Data. Und der Grund dahinter ist natürlich auch, dass ich auch große Prozesse, also diese großen, komplexen Prozesse, die ja auch firmenübergreifend zum Teil sind, wenn man sieht, was ein Zulieferer quasi beim Automobilkonzern ausrichten kann, wo ich vielleicht Risiken irgendwie hätte auch anders erkennen können, ich weiß es nicht. Dann geht es darum, da habe ich auch große Datenmengen. Die Mathematik ist das eine, aber ich muss in der Lage sein, und das ist ja auch ein ganz großes Thema dieser Konferenz, wir hatten ja heute einen Vortrag zu skalierbarem Machine Learning, wir haben verschiedene Sachen zu skalierbaren Systemen wie Spark, wie Hadoop gehabt. Das heißt, wir haben auch Technologie, die dafür sorgt, dass ich diesen großen Job, also wenn ich da aus diesen großen Datenmengen lernen möchte, dann muss ich den irgendwie aufteilen. Und dazu brauchen wir die Technologie. Das Ganze ist ökonomisch auch insofern abbildbar, weil man halt sagt, okay, durch dieses Verteilen auf viele kleine Rechner, wissen Sie alle, mit Shared Nothing, habe ich dieses Thema Commodity-Hardware, ich kann das Ganze auch effizient betreiben, ich kann vor allen Dingen auch in Schritten wachsen, so wie ich das möchte, also sozusagen meine IT kann mitwachsen, so wie mein Geschäft läuft. Und das ist halt dann auch dieser Technologieaspekt. Die Technologie macht quasi es möglich auch, deswegen auch am Anfang der Titel, Data Science und Spark, jetzt mal exemplarisch gesagt Spark, dass man sozusagen zum einen die Technologie braucht, zum anderen die Mathematik. Aber man muss natürlich sagen, das Ganze ist nicht zwangsläufig immer einfach und selbsterklärend und immer die Frage, brauche ich jetzt erst ein Mathematikstudium oder sonst was?
Die Technologie hilft uns auch an manchen Stellen, weil was man nämlich sieht, ist, dass wir immer mehr so Sachen haben, wie ich habe es jetzt genannt, Lernen as a Service. Das heißt, dass ich halt zum Beispiel vordefinierte Cloud-Services habe, wie wir jetzt zum Beispiel aus dem, in dem Watson-Thema, also wir haben jetzt in unsere Cloud-Plattform IBM Bluemix diese Watson-Services eingebaut, zum Beispiel so Sachen wie Tone Analyzer oder auch Sachen wie Personality Insights, Visual Recognition, wo ich halt versuche bei Visual Recognition zum Beispiel Bilder zu klassifizieren, was ist da zu sehen, sind da Personen drauf etc. Und das möchte ich Ihnen gerne mal live zeigen. Ich habe hier nämlich mal diesen Personality Insights Service. Und das ist quasi unsere Cloud-Plattform. Ich sage jetzt einfach mal, okay, ich würde jetzt gerne mal mich selber analysieren hier. Ja, das ist jetzt ja eigentlich nicht der Sinn, aber ich sage jetzt einfach mal aus Spaß, ich gehe jetzt mal im Katalog auf diese Watson Services, Personality Insights, klick drauf und sage, ich möchte einen erstellen. Können Sie auch selber machen, also das ist so ein Freemium-Modell, die ersten 100 Calls jeden Monat sind frei, das heißt, das kann jeder von Ihnen, der sich einen Bluemix-Account anlegt, auch kostenlos selber ausprobieren. Erzeuge jetzt hier meinen Cloud-Service. Und weil ich jetzt keine App drum rumschreiben möchte mit API-Calls, ist was ganz nett bei der Sache, dass es da einen, so eine Art Demo-Modus gibt, wo ich quasi einfach sagen kann, ich möchte es mal ausprobieren, was kommt da eigentlich raus. Deswegen gehe ich hier oben auf Demo und jetzt startet er hier so eine kleine App. Und jetzt könnte ich sagen, okay, ich möchte von irgendwelchen bekannten Personen den Twitter-Account analysieren und dann rausfinden, wie die eigentlich so sozusagen drauf sind. Ich sage aber mal, ich möchte einen eigenen Text eingeben, so Body of Text. Im Moment kann er nur Englisch, Spanisch, Arabisch und Japanisch. Und ich nehme jetzt mal eins, ich brauche jetzt mal einen Text. Ich nehme mal eine private E-Mail, da habe ich irgendwie mit ein paar Freunden was organisiert, die habe ich dann zufällig auf Englisch geschrieben. Und dann schauen wir mal. Und jetzt hat er hier irgendeine Persönlichkeitsanalyse, aber weil ich ein Freund von Visualisierung bin, dann sage ich, ich möchte es mal ein bisschen schöner visualisiert, in so einer Sunburst-Visualization haben und sehe jetzt, oh, ja, ganz nett irgendwie, ich bin ein offener Mensch, ich dachte mal, ich bin schüchtern. Der Punkt ist natürlich, dieser Service ist nicht dazu da, um mich selber zu analysieren. Also jetzt, das ist nett, das ist eine nette Spielerei, aber was bedeutet das eigentlich so aus einer Geschäftsperspektive? Man kann sowas natürlich nutzen, um das in Apps einzubauen. Und ein paar Kollegen haben mal so eine Demo gebaut, die nennt sich Investment Advisor. Die Links finden Sie auch in der Präsentation, also auch die können Sie selber mal ausprobieren. Die ist öffentlich verfügbar. Und zum Beispiel bin ich jetzt hier in der Bank, ich sehe, ich habe hier Kunden, ich habe irgendwelche sozusagen Berater und möchte jetzt mal zu irgendeinem Kunden, also zum Beispiel zu der Lisa, sehen, was hat die denn eigentlich so für ein Persönlichkeitsprofil? Das kann sein, dass das aus Twitter-Daten, aus irgendwelchen öffentlichen Texten, aus Social Media ist. Also man braucht halt eine gewisse Mindestanzahl von Wörtern, um eine entsprechende Aussagekraft zu haben und kann das jetzt zum Beispiel nutzen, um zu gucken, hat sie ein gewisses Risikoverhalten und was passt denn zu ihrem Risikoverhalten? Oder aber, wir reden ja immer davon, dass es vielleicht eng ist und Menschen kaufen von Menschen. Warum nicht die eigenen Verkäufer mal charakterisieren und dann sagen, welcher Verkäufer passt denn am besten zu der? Und jetzt sieht man, die sind vielleicht eng beieinander. Die anderen sind irgendwie 92% oder 94%. Aber wenn die halt vielleicht nur ein bisschen besser kann, dann kann das ja sein, dass das für mich ein Wettbewerbsvorteil in der Betreuung ist. Also das ist halt, man kann diese APIs also wirklich nutzen, um relativ einfach auch solche eine gewisse Intelligenz in Apps wirklich einzubauen. Und das macht es mir halt schon einfach, gerade dieses Lernen as a Service, sage ich mal, das auch zu nutzen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber wissen, was steckt dahinter, auch das können Sie sehen, hier gibt es irgendwo einen Button, Show the Science Behind war es, glaube ich. Na, sagen wir nochmal Analyze und dann war hier unten See the Science Behind the Service und dann wird das Ganze auch erklärt zum Input, Output, zu dem wissenschaftlichen Hintergrund, der da ist. Also ich kann Sie nur ermutigen, das Ganze steht hier auch nochmal drin in den Folien. Das können Sie selber live ausprobieren. Das hier ist quasi diese App und ansonsten kann ich auch gerne mal den Link zu Bluemix machen, falls Sie das interessiert. Also man sieht halt, das Ganze hat was gewisses Spielerisches, aber es hat natürlich auch irgendwo einen Geschäftshintergrund und unsere Idee ist halt nicht, uns alle selber zu analysieren.
Das heißt, es hat eine Bedeutung für Unternehmen, weil ich habe ja gesagt, haben wir noch eine Chance ohne Data Science, ohne Technologie. Aber wir, das war jetzt immer eben noch nicht, gar nicht mal als Person gedacht, sondern zum Beispiel als Unternehmen, haben in einem umkämpften Wettbewerb. Das betrifft aber natürlich auch unsere Arbeitsplätze. Und es gab einen interessanten Spiegelartikel dazu vor kurzem im Spiegel 36 2016, der war, ist noch gar nicht mal lange raus. Die haben es etwas krasser formuliert als ich. Ich habe gesagt, haben wir eine Chance ohne Maschinen? Die haben gesagt, haben wir Mensch gegen Maschine? Und Angriff der Roboter gefährdet die Existenz der Mittelschicht. Bedroht sind nicht nur Tätigkeiten in der Werkhalle, sondern auch qualifizierte Kräfte in Büros. Und auf die Frage, welche Jobs werden überleben, meine Grafik auch aus dem Artikel, die Quelle habe ich auch angegeben von A.T. Kearney. Da sieht man, also hochgefährdete Berufe mit einer Wahrscheinlichkeit von der Automatisierung in den nächsten 20 Jahren von über 70%. Interessanterweise Büro- und Sekretariatskräfte. Da sind ein paar Überraschungen drin, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man sieht halt, es ist halt das, was mit einer Industrialisierung kam, trifft auch irgendwo dann mit der Digitalisierung unsere Arbeitswelt. Das heißt, das Ganze wird auch persönliche Auswirkungen haben. Was jetzt nicht heißt, dass wir alle von Robotern ersetzt werden, aber dass zumindest gewisse Tätigkeiten sicherlich in der Wertschöpfung auch immer mehr automatisiert werden durch Maschinen. Und wenn man sich die Zahlen hier hinter ansteht, das sind Beschäftigte in Millionen. Aktuell Erwerbstätige im August waren 43,5 Millionen in Deutschland, glaube ich. Wenn man sich anschaut, dass eine Gefährdung bei den hochgefährdeten Berufen, die ersten drei jeweils über 1 Million, der erste sogar fast 3 Millionen hat, und dann betrifft das halt einen durchaus nicht unerheblichen Teil der gesamten Erwerbstätigen. Das muss man auch ganz klar sehen. Was hinter dieser Studie steht, muss man halt selber schauen. Aber einfach mal was Unabhängiges, was jetzt nicht sozusagen aus meiner Feder kommt. Und es gab in dem Artikel noch ein paar interessante Zitate. Und zwar als erstes von dem Sebastian Truhn. Das ist eigentlich ein gebürtiger Deutscher, kommt aus Solingen, hat bei Google, glaube ich, das Projekt sozusagen selbstfahrende Auto geleitet und ist jetzt der Chef von Udacity. Und er sagt halt, okay, die künstliche Intelligenz lernt viel schneller als der Mensch, weil die macht den Fehler einmal und ist in der Lage, das Erlernte jedem anderen zur Verfügung zu stellen. Was ein bisschen schwer zu verstehen ist, er sagt dann natürlich, wenn wir als Menschen nicht schneller werden, gewinnen die Maschinen, aber dann haben sie schon gewonnen, weil im Prinzip können wir in der Geschwindigkeit so zu lernen, ist es natürlich sehr, sehr schwer. Allerdings muss man auch sagen natürlich, dass es Sachen gibt, die Menschen sehr leicht, es gibt zwei Sachen. A, es gibt Sachen, die fallen Maschinen sehr leicht und Menschen etwas schwerer und andere fallen Menschen sehr leicht und Maschinen etwas schwerer. Zum Beispiel hier, selbst der intelligenteste Roboter, bis ein Handtuch gefaltet hat, vergeht eine kleine Ewigkeit, war ein Zitat aus dem Artikel, aber auch so Sachen wie Sozialkompetenz. Abstraktionsvermögen ist sicherlich wo man immer sagt, okay, das nimmt der Mensch für sich in Anspruch, aber wenn man sieht, was heute auch im Bereich mathematischer Methodik passiert, dass man einfach sagt, zum Teil lasse ich einfach mehrere Verfahren gegeneinander laufen, bewerte sie und schaue dann, also dass so eine Art Reasoning in diese Verfahren mit einbaue, mit diesen kognitiven Technologien, dann sieht man auch, dass da die Lücke natürlich zumindest kleiner wird. Ein etwas poetisches Zitat noch von einem Logistikwerkleiter, der sagte, Menschen sind zu Dirigenten der Wertschöpfung herangewachsen. Was der halt damit sagen wollte, war, dass die Menschen in dieser Firma eher weniger die einfachen, stupiden Handgriffe machen, sondern eher Prozesse koordinieren, sozusagen sich die Tätigkeit grundlegend gewandelt hat. Ja. Und das zeigt halt schon, dass wir auch, dass das auch Konsequenzen, dieses Wir auf uns persönlich, auf die Arbeitswelt hat. Und jetzt war ja so ein bisschen die Frage des Vortrags, haben wir noch eine Chance? Ich denke halt, die Frage ist vielleicht nicht eher, haben wir eine Chance ohne Maschinen, sondern was ist eigentlich unsere Chance mit Maschinen, mit Data Science, mit Technologie, wenn wir, vielleicht sagen wir dann in 20 Jahren nicht mehr, wir lernen aus Fehlern, sondern wir lernen aus Daten. Und nutzen dann einfach diese Daten, um zum Beispiel Industrieprozesse intelligenter zu steuern, um Risiken abzuwenden, um Stromnetze intelligenter zu machen, weil ich meine, die Situation, die wir haben, man kann sagen, okay, Smart Meter interessiert mich nicht.
Das ignoriere ich einfach, aber Smart Grid, also das heißt die Tatsache, dass ich viele dezentrale Einspeisungen habe, wo es davon abhängt, wo ist irgendwo gerade Sonne, wo ist Wind, wo ist Wasser und wie packe ich das intelligent zusammen, das ist halt nicht mehr so einfach, wie ich sitze am Schalter für vier Kraftwerke und sage, eins davon möchte ich jetzt runterfahren, was quasi nie passiert, weil es einfach zu teuer ist. Oder aber Verkehr, und das passiert heute schon. Ich meine, Verkehrsnetzwerke, man muss mal weg rein nur von der Straße. Vielleicht, wenn man mal geht Richtung Mobilität, die übergreifend ist, vielleicht Bahn, Fahrrad, Innenstadt, öffentlicher Verkehr, Auto. Man sieht ja eigentlich heute schon, dass es auch Dienstleister gibt, die versuchen, also zumindest mal in München, die machen jetzt Carsharing, die machen Bike Sharing, sozusagen die Münchner Verkehrsbetriebe, die machen öffentlichen Verkehr. Das ist halt die Frage auch, wie biete ich vielleicht optimierte Verkehrsrouten in der Zukunft an? Und das Ganze ist sicherlich auch ein Datenthema, weil da fallen überall Daten an. Ich miete ein Auto, die wissen genau von wo nach wo. Und genauso das Gleiche beim Fahrrad. Callcenter, also persönliche Kundenansprache, das war jetzt auch so ein bisschen das Beispiel mit dieser Watson API, mit der Personality Insights, also alles, was so Richtung Vertrieb geht auch und Kundenansprache, aber auch Umwelt, weil wir haben immer mehr Umweltsensorik, das geht los von Waldbrandgefahr über Flutgefahren und auch natürlich die Medizin. Also deswegen, ich denke, es ist eine große Chance da, diese Daten zu nutzen. Vielleicht ist es nicht wir gegen die Maschine, sondern wir mit der Maschine. Und die Welt wird sich sicherlich ändern. Aber wir können natürlich diese Chance auch nutzen. Und wer die Chance nutzen möchte, den Marvin quasi etwas näher zu kommen, wir sind morgen in den drei Pausen hier und das, was ich gemacht habe, so mit dem Gesicht lernen und in Bewegung lernen, das kann morgen jeder auch gerne dann selber ausprobieren. Keine Sorge zum Thema Datenschutz, er hat auch das Digitale vergessen, also es gibt bei dem Gesicht lernen speziellen Programm, sodass er dann sagen kann, ich möchte sie auch wieder vergessen, also insofern würde ich sagen, nutzen Sie Daten und lernen Sie vielleicht auch aus Fehlern, machen Sie aber wenig davon, lernen Sie lieber aus Daten.